Moin Moin aus dem Plopsaland de Panne. Wir schauen uns heute die Neuheiten 2022 an. Ja, und seid gespannt, was hier zu sehen gibt. Zwei Attraktionen wurden umgestaltet. Zum einen der Coaster hinter mir, dazu komme ich später noch. Aber zum anderen wurde auch noch die Rundbootfahrt umgestaltet. Die ist aus dem Jahr 2000 von Mackrides. Jetzt muss ich mal hier gucken. Die hieß zu Beginn bis 2012 Defeat, anschließend von 2013 bis 2021 Kaatje zoekt Eendje, und jetzt wurde die umgestaltet zum Thema Tic-Tac. Das ist jetzt so eine Junior-Gestaltung, also mehr so Vorschule, würde ich mal sagen. Ja, da passiert jetzt nicht sonderlich viel. So ein paar Dinge mit den Schäfchen, das ist ganz nett, sieht ganz schön aus, aber ansonsten fehlt ein bisschen. Vielleicht ist auch noch ein bisschen der Jahreszeit schuld, dass noch nicht so bepflanzt ist, das weiß ich nicht. Aber da könnte ein bisschen noch gemacht werden. Für jetzt eine neue Umgestaltung finde ich es ein bisschen mau. So, aber jetzt schauen wir uns dann mal die Achterbahnumgestaltung an. Okay, jetzt sind wir auch noch mit dem Hashtag LikeMeCoaster gefahren. Das ist ein Zierer Tivoli Large Coaster, der schon einiges hinter sich hat. Der ist von 1976, hat schon verschiedene Themen gesehen. Angefangen, jetzt muss ich nachschauen, mit der Marienkäferbahn das zunächst. Danach in dem Thema von Dongo's Race, auch einer ja, Lizenz, und zuletzt war es Victor's Race mit Weltraumthema. So, und jetzt wurde für 2022 die Achterbahn umgestaltet, neu lackiert für Hashtag LikeMeCoaster. Ja, wie ist es geworden? Also an der Achterbahn selber ist jetzt nicht so viel passiert. Der Zug, klar, wurde angepasst, die Bahn wurde neu lackiert. Ansonsten fährt man hier halt ein bisschen durch die Natur, was natürlich auch schön ist, ne? Aber jetzt sieht man jetzt nicht so viel dann von dem Thema. Beim Eingang wurde jetzt ein Schulgebäude hinzugefügt. Das ist eigentlich ganz cool gemacht mit verschiedenen Bildschirmen. Da kann man dann, zum Beispiel sieht man dann Schulklassenreihen darüber, dann ist da so ein Partybereich und sowas. Das ist ganz cool gemacht. Ich glaube, das passt dann auch gut zu dieser TV-Serie. Ich kenne sie jetzt leider nicht, aber da liefen so einige Aufnahmen davon, die das dann ganz gut vermittelt haben. Ja, zu dem Coaster selber ist natürlich was für die ganze Familie, jetzt nichts allzu Spannendes. Auf einer Länge von 360 Metern und einer Höhe von 8 Metern erreicht der Zug 36 km/h und 1250 Personen können in der Stunde da mitfahren. Ja, und viel mehr gibt es jetzt eigentlich dann zu den Neuheiten 2022 auch gar nicht zu sagen. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst mal ein Like da und schreibt mal in die Kommentare, wie euch die Umgestaltung gefällt. Ich finde es auf jeden Fall ganz nett. Ein bisschen mehr wäre definitiv noch drin gewesen, hätte man mehr machen können, aber es passt zum Portfolio vom Plopsaland definitiv. Dann haut rein, bis zum nächsten Mal. Ciao.